auch nichts mitmachen hier. Ich verhalte mich ganz ruhig, ganz unauffällig, aber das nützt bei denen nichts. Ich kann auch nicht rausgehen. Das ist also, ich sitze wie in der Falle. Mein Gott, die Geräusche sind wirklich furchterregend. Furchterregend. Gut, dass sie nicht hier drin entstehen können. Gut, hier ist auch ausgeleuchtet. Das ist eine spannende Folge, ne? Man hat nur noch ein Herz hier. Zum Glück sterbe ich nicht durch das Essen. Durch Hunger oder was? Denn ja, auch die Gesundheit kommt nicht wieder zurück. Das ist auch ein kleiner Vorteil im Moment, denn ich glaube, wenn mein Leben wieder aufgefrischt wird, kriege ich dafür mehr Hungerbalken. Bisher habe ich ja nur einen. Und die 8,5 sind noch voll, Nahrung noch voll. Und dann kann ich mit dem Brot, ja, ich glaube, das geht sowieso nicht. Wenn ich einen Hungerbalken hier habe, den schwarzen da, dann wird das Leben eh nicht aufgefüllt und so muss ich gesättigt sein. Wir haben natürlich noch nichts. Aber es könnte sein, dass wir, wenn die Monster weg sind, dass wir dann auch am Tage, was war das? Ja, noch sind sie da. Dass wir dann am Tage hier was wollte ich jetzt sagen? Dass wir vielleicht hier am Tage dann das Brot machen können, wenn die paar Dinger da gewachsen sind, also die paar Weizenkörner. Ich meine, wir müssen das jetzt hier überleben, das ist eine haarige Sache. Die Tür kann ich immer noch nicht aufmachen. Mensch, dass ich da nicht vorher dran gedacht habe mit dem Glas, da hätten wir jetzt sehen können, ob es dunkel ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Sie sehen ja recht groß aus, aber wenn ich jetzt hier ob ich es mal wage, da unten? Nee. Ich lasse es mal, ich wage es nicht. Neugierig bin ich ja schon, aber nicht lebensmüde. Noch regnet es. Ja, so ist das halt manchmal. Nicht? Bei so manchen Projekten sitzt man halt nur in der Kammer und wartet darauf, dass die Monster verschwinden, sterben oder wie auch immer. Und diese Art von Monstern ist mir ja völlig neu. Die ist ja neu bei der 1.13. Gut, dass die jetzt kein Feuer speien. Die könnten mir nämlich hier direkt die Decke wegsengen. Ja, dann mache ich hier mal alles und dann aus Glas und dann vielleicht auch da aus Glas, dass man schön Rundumblick hat. Fast rundum, das lasse ich aus Holz. Hier mache ich mal Glas hin. Dann mache ich mir hier oben so ein Vierer-Ding hin, oder? Was weiß ich. Müssen wir hier unten halt ausleuchten. Wir können ja so ein bisschen aktiv werden. So. Dann haben wir was getan heute Nacht. Noch regnet es, noch sind die Viecher da. Ja, das sind so die schönen Sachen. Da sieht man hier an dieser Stelle nämlich, sag mal, die richtig guten Let's Player, die in einer solchen Situation das kommentiert können, ja. Ich bemühe mich darum, also die könnten zum Beispiel jetzt hier irgendwie ein schönes Thema haben, aber die Themen hebe ich mir ja für das normale Let's Play auf.
Wenn die natürlich am Tag auch überleben, dann bin ich irgendwie arm dran. Dann werde ich dann doch versuchen, dass ich mal hier zumindest mir die da mal angucke, indem ich hier ein Loch hacke. Und wie viel sind das überhaupt? Keine Ahnung. Das ist nicht nur einer hier, glaube ich. Das sind mehrere. Und ich weiß nicht, wie groß sie sind. Da habe ich nicht geguckt. Ich habe nicht geguckt, wie groß die sind. Ob sie vielleicht hier durch so ein... So groß sieht er nämlich nicht aus, ne? So groß sieht er nicht aus. Aber es könnte sein, dass er durch das Loch durchkommt dann. Ach ja, noch regnet es. Noch regnet es. Ja, das ist natürlich ein irgendwie schon trauriges Let's Play hier. Aber so ist das nun mal hier bei der Insel. Die Insel 3. Ja, da kann ich hier die ganze Reihe, sagen wir 3, 6, 9, 10, 11. Hey! Gestorben? Oder noch nicht? Wie ist das jetzt? Sterben die am Tage nicht, oder was? Oh, nee. Sterben die am Tage? Weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ich glaube, sie sterben am Tag. Es hat aufgehört zu regnen. Wir werden das Haus ein bisschen höher machen und dann mache ich da eine schöne Decke drum. Wir haben noch genug Fichtenholz. Oh, so, kann ich jetzt rausgehen? Ich glaube, ich kann rausgehen. Hilfe! Wo seid ihr? Es ist alles ruhig. Prima. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war eine Nacht. Wenn jetzt noch einer kommt, so ein Nachzügler, dann bin ich dran. Aber ich glaube, da kommt keiner mehr. So. Wir werden aber eines machen. Dass wir hier mal die Fichtenhölzer rausholen. Wir werden das Glas rausholen. Dann machen wir das Haus mal ganz neu. Wir werden also dann hier entsprechend mal ein bisschen aktiv werden. Das Haus neu machen. Und ich habe schon überlegt, jetzt vielleicht hier das mit der Aufnahme sein zu lassen. Aber das natürlich so interessant ist hier mit den Monstern. Ich meine, wenn man so, was waren das für Monster im Wasser vorhin? Habe ich auch keine Ahnung. Nicht, dass mich da noch einer attackiert. Da bin ich ja auch schon attackiert worden. Also mache ich hier erstmal Glas drumherum.
dann kommen also hier Glasdinger. So, damit ich einen schönen Rundumblick habe. Dann machen wir hier wieder eine Reihe. Ey. Eine Reihe von da drüber und dann kloppen wir das Dach ab und machen dafür dann hier ein richtiges Dach hin. Oder machen wir es noch höher? Ach, wir machen es hier vielleicht noch ein bisschen höher. So, jetzt nicht darunter springen. Ich weiß nicht, wie wir da... Oh, wir verlieren doch unser Essen jetzt hier. Geht die Sonne schon wieder unter? Haben wir den ganzen Tag verpennt? Okay, da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Nämlich sonst gleich wieder die Idioten kommen. Also dann machen wir hier mal unser Dach hin. Gehen hier schön runter. Sammeln hier den ganzen Müll auf. Und verbringen die nächste Nacht hier. Jetzt aber mal mit dem Blick nach draußen. So, dann wollen wir mal sehen, wie die Viecher aussehen. Oh yeah. Das war jetzt aber Glück. Haben wir echt den ganzen Tag da verbraten. So. Wie seht ihr aus? Ah, ihr seid relativ groß. Okay. Da kann ich also hier mal richtig schön großes Oberlicht bauen. Da weiß ich natürlich nicht, ob sie jetzt dadurch vielleicht kommen. Das kann natürlich sein, also lasse ich es mal so. Da oben sind sie. Oder einer. Ich weiß nicht, wie viele das sind hier. Also einer ist es auf jeden Fall. Ich gehe mal so ein bisschen hier weg. Stell mich mal in die Ecke. Ja, wir haben die Decke jetzt so hoch gemacht, dass sie uns dann doch nicht sehen. Also bei der halben Decke, die hier war, haben sie uns irgendwie mitgekriegt. Ob wir jetzt vielleicht mal hier, um sie anzulocken. Vielleicht das mal so machen. Wie viel seid ihr denn da? Zwei sehe ich schon. Zwei sind es also mindestens. Okay, ja. So, was macht unser... Ja, ich hoffe mal, dass der Weizen... Jetzt am nächsten Tag dann
dass der Weizen am nächsten Tag reif ist. Okay, wir können das also wieder dahin bauen. Ich glaube, die kommen hier irgendwie doch nicht rein. Setzt sich also keiner hier aufs Dach wie eben. Eben hatten wir ja auch wirklich dann Halbsteine. Okay, es sind ja schöne Viecher, ne? Woran erinnern die mich an diesen Pterodactylus oder was? Ja, da gibt es ja Saurier, Flugsaurier. So, da hat das also nicht nur die Nacht geregnet, sondern auch den ganzen Tag durch. Mehr oder weniger, deswegen hatte ich jetzt überraschenderweise, ich dachte, wir wären im Morgen, als die Sonne da untergehen sah. Wunderte mich allerdings ein bisschen. So, dann sind wir jetzt Mitternacht ungefähr, also zwei sehe ich da. Vielleicht sollte ich hier doch ein bisschen größer noch machen. Haben wir ja auch noch mehr. Habe ich noch mehr Glas? Glas mehr nicht? Nein, haben wir nicht. Wir könnten vielleicht ein ganzes Glasdach da draußen machen. Machen wir doch mal ein ganzes Glasdach. Weil du wärmst doch. So. Also, eine Holzkohle rein und 8-mal Sand. Und dann machen wir hier 3, sehe ich jetzt schon. 4, 5, oh Gott, oh Gott. Ja, da hast du keine Chance. Da hast du keine Chance draußen. Ich meine, ich sowieso nicht, aber ich glaube, da hat niemand eine Chance. Minecraft ist dadurch natürlich ziemlich hart geworden, das muss ich schon sagen. Man muss also jetzt für Betten sorgen. Und ich habe hier keine Betten. Oder gibt es die vielleicht in Schatztruhen, in Schiffswracks oder weiß der Geier, dass man da vielleicht noch Wolle findet. Wäre natürlich eine feine Sache. Das sind echt viele. So, da können wir mal die ganze Decke hier aus Glas machen. Damit wir mal so ein bisschen einen Überblick haben. Also die tun mir jetzt hier nichts. Das sind also 5 Stück. Auf jeden Fall 5. Oder noch mehr. Wo kommt ihr alle her? Huch, da. Hängen sie vom Fenster rum. Sie warten also darauf, dass man hier den Kopf rausstreckt und das sind nicht nur 5, das ist ein ganzer Haufen, ja. Ein ganzer Schwarm, Hopsa. Das ist ein ganzer Schwarm, um Gottes Willen. Wie kann man die nennen? Todesvögel. Todesvögel sind das. Oder sind das Drachenmonster? Ich weiß es nicht. Ja, so ein. Ah, jetzt haben wir ein schönes Dach hier. Glasdach. Also, wie viel sehe ich hier? Ich habe 5, habe ich schon gezählt. 1, 6 sind das. 2, 3, 4. Kommen da immer mehr oder was? Kann natürlich auch sein. Also keine Chance hat man da. Keine Chance. Die sind überall um einen rum. Das sind die fleischgewordenen Albträume, wenn man so will. So, was macht der Mond? Geht so langsam unter. Jetzt bin ich ja doch gespannt, wann, ob sie verbrennen oder was.
Also 6 Stück sind es 7. Mindestens. Fleischgewordene Albträume. Kann ich eigentlich hier das Ressourcenpaket von, selbst wenn das in Rot dargestellt ist, von Minecraft? Ja, ich möchte das laden. Fertig. So, mal gucken. Dann haben wir nämlich, wenn es funktioniert, dann haben wir durchsichtige, prima. Durchsichtiges Glas, auch wenn wir jetzt die Optifine Connected Textures nicht haben, das ist aber egal, da kann man besser gucken hier. Also prima. So. So langsam werden sie rot. Die Sonne killt sie hier, das sind also 7. Da brennen sie oder sogar 8. 8. Da sterben sie. Einer nach dem anderen. Noch einer. Okay,